Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Drachenviereck, Raute und gleichschenkliges Trapez. Das sind die drei Namen für diese drei Vierecke. Moment, zwei davon sind ja noch gar keine Vierecke. Das ist eure erste Aufgabe. Da habt ihr vielleicht eine rote Linie entdeckt, das ist die sogenannte Spiegelachse. Und an der sollte erstmal noch spiegeln, erst dann entsteht ein Viereck. Bei dem hier und bei dem in der Mitte. Also zweimal spiegeln ergibt zwei achsensymmetrische Vierecke. Die Vorlage habt ihr übrigens ausgeteilt bekommen. Wer es nicht mehr findet, bitte diesen Link eingeben im Browser und dann könnt ihr es nochmal runterladen. Anschließend, wenn ihr es fertig gezeichnet habt, solltet ihr diese drei symmetrischen Vierecke überprüfen auf Seiten, auf Winkel und auf Symmetrien. Das heißt, ihr messt die Winkel, ihr messt die Seiten und stellt fest, was ihr für Eigenschaften in diesen Vierecken entdeckt. Die schreibt ihr drunter. Also zum Beispiel, alle vier Seiten sind gleich lang oder drei Winkel sind gleich groß. So etwas schreibt ihr dann drunter. Das war's, bis zur nächsten Stunde und dann bitte mit dem vollen Hefteintrag, am besten im Querformat. Tschüss!